Servus Malte, ich bin nach Schalke gekommen, natürlich vor allem wegen den Fans, wegen der Möglichkeit auch hier Champions League zu spielen. Und ich glaube, es ist einfach ein Kultverein, wenn man da die Möglichkeit hat, für Schalke 04 spielen zu können, dann musste ich diese Chance nutzen. Hallo Janice, also ich glaube, ich spiele Fußball, seitdem ich laufen kann. Also so mit 4 oder 5 Jahren habe ich angefangen und habe dann bei einem ganz kleinen Club in der Schweiz angefangen. Bin dann zu einem etwas größeren Stadtverein gegangen, zum FC St. Gallen. Habe da die komplette Jugend durchlaufen und bin dann mit 17 in die erste Mannschaft gekommen. Habe da 2 Jahre gespielt in der Schweiz und bin dann in die Bundesliga gekommen. Und seitdem bin ich hier und hatte sehr schöne Jahre hier in Hannover 1 Jahr, 7 Jahre in Leverkusen und hoffe natürlich, dass es noch besser wird hier auf Schalke. Ja, hi Marco. Ich denke, dass ich nächstes Jahr oder in diesem Jahr natürlich viele Einsätze haben werde. Wir werden sehr viele Spiele haben, da wird natürlich auch rochiert. Aber wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass ich viele Einsätze habe. Hi Sören, ich glaube, meine beste Position ist links außen oder rechts außen, weil ich da mit meiner Schnelligkeit sicherlich auch meine Stärken ausspielen kann. Hi Just, ich kann mich nicht mehr an das schönste Tor erinnern, aber ich glaube, eines, das mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war gegen Togo bei der Weltmeisterschaft. Es ist nicht alltäglich, dass man bei der Weltmeisterschaft ein Tor schießen kann. Hallo Marius, ich versuche fast bei jedem Spiel, vor allem international, auch meine Trikots zu tauschen. Kann dir leider nicht sagen, wie viele Trikots ich habe, aber mein komplettes Kinderzimmer in der Schweiz ist voll damit.